Heiho, und ich grüße euch recht herzlich, meine Zwergenbrüder und Zwergenfreunde, zu einem letzten Test von mir, nämlich von Lord of Dwarves, der Beta. Ja, das Spiel ist bei Steam im Early Access zurzeit erhältlich, wie man hier auch schön an dem Early Access Infofenster lesen kann. Im Augenblick bei Version 0.22.7, also 0.22.7. Ja, das Spiel interessiert mich sehr, deswegen habe ich es mir endlich mal gekauft. Ich habe es selber noch nie gespielt, deswegen wird es ein letztes Test. Ich habe allerdings bei einem Let's Player und einem Streamer mal reingeschnuppert. Es waren beides englische Leute, also englischsprachige. Das heißt, das ist wahrscheinlich das erste deutsche Let's Test von diesem Spiel. Deswegen dachte ich, ich zeige es euch mal. Vor allem die Dwarf Fortress-Fans könnten vielleicht interessiert sein, da es recht interessante Mechaniken hat, die an Dwarf Fortress erinnern. Nur, dass es halt in 3D ist. Ein bisschen Minecraft-mäßig, wenn man sich hier so den Hintergrund anguckt, aber auch nicht ganz. Es ist aber sehr komplex von dem, was ich bereits gesehen habe. Ich habe noch nicht alles gesehen. Deswegen wird es für mich teilweise recht blind. Gut, hier das Vorwort. Es ist ein vollständiges Spiel mit viel Content, mit Tonnen von Content, sagt uns der Entwickler. Mit einer vollen Kampagne und einem kompletten Sandbox-Modus. Was er jedoch machen will, ist das Spiel weiter verbessern. Während der Early Access. Deswegen soll man ihm so seine Gedanken zukommen lassen über Lord of Dwarves Game at gmail.com. Und neue Versionen werden immer wieder geladen. Ja, und unsere alten Save-Files werden dann hin, natürlich. Okay. Das ist Nick, der Entwickler. Danke fürs Spielen, ja. Gut, wir starten ins Hauptmenü. Und werden uns die Kampagne ansehen, weil hier steht, wenn man beim Tooltip, wenn man drüber hovert, Campaign and Tutorial. Und was ich noch machen möchte, bevor wir weitermachen. Info? Nein. Kamera, da. Ja, hier Tooltip Delay, den möchte ich auf 2 stellen, weil die Tooltips sind doch recht wichtig. Wir können uns sogar die Framerate irgendwann zeigen lassen. Ja. Die Tooltips sind recht wichtig, weil das Spiel recht komplex ist und ich selber ab und zu mal gucken muss, was welcher Button macht oder für was was gut sein wird. So, aber wie gesagt, wir gucken jetzt in die Campaign. Load Game, Select Level. Ja, auch gut. New Campaign. Unser Kingdom-Name müssen wir noch eingeben. Blasted Warmind. Keep Town. Empire of the Frozen Fortification. Oh, das klingt sehr schön. Damit starten wir in die Kampagne rein. Dunkle Zeiten sind über das stolze Zwergenkönigreich gekommen. Der alte Stone King, also die Eigennamen wie Stone King werde ich jetzt nicht übersetzen. Die Old Stone Kings meint, also der Verstand des alten des alten Stone Kings hat sich nach innen gekehrt und so haben sich auch seine Leute nach innen gekehrt in die große Mountain Zitadelle, also in die große Bergzitadelle. Where's Any Key? Wo habe ich meine Any Key? Okay, Mausbutton ist schon mal keine Key, dann nehmen wir die Leertaste. Nicht ununterstützt von ihrem König haben die Zwerge ihre Grenzen unbewacht gelassen. Monster fingen an, das Land zu überschwemmen, ungehindert zu überschwemmen. Einst stolze Festungen wurden überrannt. Endlich ist der alte Stone King verschieden und die große Bergzitadelle oder Mountain Citadel war die einzige übrig gebliebene Zwergenzuflucht im Land.
Also ja, die Kampagne hat sogar Story und hübsche Artwork-Hintergrundbilder, wobei das halt in-game ist, aber ein bisschen halt verpixelt. Ein neuer König wurde gekrönt, der Iron King. Mit der Unterstützung von Leuten, die bereit sind für Veränderungen, befahl der Iron King, dass 8 Zitadellen innerhalb der Grenzen der Zwergenlande errichtet werden sollten. Zitadellen, die Handel, Industrie und am wichtigsten Verteidigung bereitstellen sollten. Aber dunkle Kreaturen kamen tiefer in das Zwergenland, als jeder gedacht hätte. Mit den Zwergen verteilt die 8 Zitadellen zu bauen. Die große Bergzitadelle wurde schwach zurückgelassen, also schlecht bewacht zurückgelassen. Monster belagerten den Berg und brachten ihn zu Fall. Was übrig blieb von den Zwergen, wurde durch das wurde durch im ganzen La Was von den Zwergen übrig blieb, wurde im ganzen Land verteilt. 8 Zitadellen sind nur die letzte Hoffnung, das einst stolze Königreich zurückzuerobern. Ja, hier sieht man schön 1, 2, 3. Wo ist 4? Ah, 4 ist hier oben. So als Grenzposten sieht man schon schön. 5 ist hier. 6 ist hier. 7 ist hier oben. Und dann ist hier 8. Ich frage mich, ob das wirklich nur die 8 Missionen sind, weil es geht um 8 Zitadellen und die Mountain Citadel, also die Hauptstadt, ob wir die dann nachher auch zurückerobern müssen. Weil man sieht hier jetzt nur diese 8. Das sind wohl die 8 Kampagnenmissionen, jede Zitadelle. Wobei 3 und 5 und 7 nicht ganz wie Zitadellen aussehen. Also 3 sieht eher aus wie ein Bauernhof, 5 wie eine Waldfarm und 7 wie, ja, das sieht nach Handel aus, also marktmäßig. 1 sieht wie eine richtige Festung aus, 2 wie so ein kleines Fort, 6 sieht wie eine Bergfestung aus, 4 wie ein Grenzposten. Und 5 ist, ja, nicht 5, 8 ist ein Torbogen mit einem tiefen Loch. Gut. Wir laden Level 1, Feywood Castle. Und da sind unsere Zwerge. Hi, Leute. Ihr tragt schon irgendwelche Hüte, sehe ich, weil sonst ist deine Frisur verbuggt. Gut. Das scheint der Storylog zu sein. Also hier steht Storylog und Story. Feywood Castle. Securing the Feywood. Also den Feywood sichern. Open and close this window with the dwarf button in the upper left corner. Also damit. Ja, das ist der Story-Button. Also das kenne ich noch aus dem Stream und Let's Play, damit man, dass man damit das hier öffnet. Und klicken wir auf Next. Camera Controls, ja, die sind wichtig. Mit WASD bewegen wir uns. Mit der linken Kamera bewegen wir uns auch. Mit der rechten können wir drehen, okay. Mauswheel können wir zoomen. Aber wohl auch neigen. Gut, zoomen wir mal weiter raus. Die mit Lebensbalken müssen Soldaten sein, würde ich meinen. Oder hier stehen einfach nur Zwerge ineinander, sehe ich gerade. Das ist auch lustig, okay. Aber ist auch, glaube ich, bei so einem Spiel nötig, dass es keine Blockierung gibt. Oh, und mit Q und E kann ich auch drehen. Ah, nett. Next. Game Speed. Mit Spacebar durch Pausieren und Umpausieren. Mit Plus und Minus mein Game Speed. Verändern. Und ich kann die aktuellen Ziele in der oberen rechten Ecke sehen.
Ja, das war so eine Sache, die ich in dem englischen Let's Play gesehen habe. Die beiden haben öfter mal ihre Missionsziele so vernachlässigt und sich gewundert, warum es nicht weitergeht. Also wir sollen das Spiel mit Space pausieren und pausieren. Ja. Haben wir gemacht. Wir sollen den Game Speed increasen. Bis zu dreifach können wir ihn increasen. Und bis zu einfach können wir ihn wieder verringern. Ja. Gut. Das ist jetzt erledigt. Hier steht ein hübsches Done. Also next. Ich rieche Orks im Wind, Kumpel. Beende den Bau der Festung, bevor ihre Haupttruppe eintrifft. Lass uns erst ein paar Leitern aufstellen, damit deine Zwerge auf die Mauern klettern können. Es gibt bereits eine Leiter. Platziere drei weitere innerhalb der Burg. Klick auf den Emplace-Button. Ja, da geht das schöne Emplace-Window auf. Das hat übrigens der Entwickler sogar auf der Steam-Seite erklärt. Es gibt den Construct-Button, der ist dafür da, um Blöcke zu bauen. Also so wie Mauern oder Erdwälle oder Holzmauern und solche Sachen. Und auch Leitern und Treppen und Rampen und so. Und alles, was an Furniture und so platziert werden muss, also Leitern, Türen und so, das wird in place, das wird aufgestellt. Das wird nicht gebaut, das wird aufgestellt. Weil gebaut wird es im Workshop. Wie bei The Fortress auch Sachen im Workshop gebaut werden. Und die werden dann in placed. Also eigentlich hätte man auch statt mPlace es einfach nur Place Object oder so nennen können, aber er hat sich für mPlace entschieden. Da mPlace is Furniture, so it may be used. Also platziere Möbel oder Objekte halt, die gecraftet werden, damit sie genutzt werden. Gut. From the pop-up choose ladder. On the terrain hold control and scroll the mouse wheel, ja. Damit können wir die Leitern höher oder tiefer machen. Mit Z und X, was bei mir X und Y ist, weil ich ja eine Querztastatur benutze, also eine deutsche. Oder mit meiner vierten und fünften Maustaste. Mal gucken, ob ich das hinkriege, in dem Spiel die öfter zu benutzen. Werden die Sachen rotiert. Und dann soll ich klicken, um den Task zu platzieren. Also machen wir erstmal die Leiter hier. So, gucken wir mal. Die steht zwei weg. Also machen wir es schön symmetrisch und platzieren hier noch eine. Dann platziere ich hier hinten eine drei Felder weg von dem Turm und auf der anderen Seite genauso. Und ja, ich habe die ersten beiden Missionen in diesem Stream und dem Let's Play gesehen, also ist das jetzt nicht ganz so blind. Aber da ich selber nicht gespielt habe, ist es ein Let's Test. So, wahrscheinlich, auch wenn es nicht beschrieben ist, mit einem Rechtsklick beende ich das Ganze. Und dann lassen wir mal laufen und gucken, wie unsere Zwerge die Leitern bauen. Dafür gehen Sie in den Untergrund, wo unsere Lagerstätten sind, die wir allerdings noch nicht sehen, weil selbst ich keine Ahnung habe, wie man die Layer wechselt. Also das kam in den Missionen bis jetzt noch nicht. Und ja, da bauen Sie die Leitern. Sie können bis zu zwei Blöcke hochbauen. Den Rest müssen Sie dann klettern, so wie man es hier sieht. Sie klettern von oben und befestigen die Leiter an der Mauer, weil da kommen Sie ja hoch. Also ja, die erste Mission ist so, was ich gesehen habe, das Grundlegende, wie
platziere ich Möbelstücke? Wie baue ich Blöcke? Also nachher dürfen wir dann die Lücke hier dicht machen. Und wie richte ich Zonen ein für meine Zwerge? Das ist auch recht wichtig. Finde ich recht gut gemacht, dass der Entwickler eine Tutorial-Kampagne eingebaut hat, die nach und nach die Sachen erklärt und einen ranbringt. So, die letzten beiden Leiterteile kommen. Und ja, jetzt am Anfang lasse ich das Ganze mal ein bisschen langsamer laufen. So, ist erledigt. Spiel ist gespeichert. Es wird nämlich immer gespeichert, wenn ich eine Main Story... Also man sieht hier Story Objective und Side Objective, wenn ich eins abgeschlossen habe. Wird ein Autosave gemacht. So. Verdammt nochmal, Kumpel. Ein Orc Scouting... Ein Scout-Trupp ist fast schon hier. Beordere unsere Wachen in das große, fette Loch in unserer Nordmauer. Das wird die Nordmauer sein. Klick auf den Guardpost-Button, um den Attack-Area-Button zu revealen. Das ist der hier. Ja. Wichtig, die Attack Area wird nach einer Weile automatisch verschwinden. Also das ist wirklich nur, um einen Angriff zu befehligen. Dann sollen wir eine Area hier im Loch selecten und sollen die Castle Guard hinschicken. Das ist die Castle Guard, so. Da kommt sie schon mit ihren Rüstungen. Und ja, das ist die einzige Mission, die ich bis jetzt gesehen habe, wo wir Zwerge mit fetten Rüstungen haben. So, das können wir schließen. Klicken auf Next. Und pausiere das Spiel und schau, wie deine Zwerge die Orks in Stücke hauen. Ja, das sind die drei hier. Die drei Orks. Aber unsere Zwergenkrieger engagen schon mal. Ein Zwerg wird gerade angegriffen, ist aber halb so wild, weil die haben gute Rüstungen und gute Waffen. Und machen mit den Orks kurz einen Prozess. Gut gemacht. Als nächstes lass uns dieses blöde Loch in der nördlichen Wand füllen. Als erstes stell eine Tür auf, dass deine Zwerge rein und raus können. Klicke auf den In-Place-Button, wähle die Tür aus. Bring die Tür in das Loch, rotiere sie und platziere sie. Okay, eine Tür. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt 1, 2, 3. Ja, das ist eine gerade Zahl, was es ein bisschen blöd macht. Aber platzieren wir einfach hier unsere Tür. Oh, ich habe sie vergessen zu drehen. Wobei, sie ist richtig gedreht. Gut. So, jetzt muss ich nur warten, bis ein Zwerg sie bringt.